kommen wir auch gleich zum zweiten Spiel des heutigen Abends. Bulgarien, der bisherige Tabellenführer, gegen USA. Eine sehr spannende Begegnung und wir blenden uns ein in den dritten Satz. Das, meine Damen und Herren, war der Spielstand im dritten Satz zwischen Bulgarien und der Mannschaft der USA. 13:10 für die bulgarische Mannschaft. Der Aufschlag war bei den US-Amerikanern, die nach zwei Sätzen auch mit 2:0 in Front sind. Nach einer Spielzeit von 54 Minuten. Und der dritte Satz währt auch bereits 21 Minuten. Romjana Kostova. Der Olympia-Dritte wieder beim Aufschlag. 13:10 für die Bulgaren, die mit 9 Spielerinnen aus dem olympischen Turnier hier zum Internationale nach Rostock gekommen sind. Der Bronzemedaillengewinner von Moskau gegen einen großen Favoriten, die US-amerikanische Mannschaft, die in den letzten Wochen in vielen Begegnungen auf dem europäischen Kontinent Klasse bewiesen hat und ihre spezielle Vorbereitung für den Weltcup Ende des Jahres Satzball damit Bulgarien, Romjana Kostova. Der Satzball. Fast aus dem Stand von Paula Weißhoff. Und wieder Wechsel. Paula Weißhoff. 19 Jahre alt, 1,84 Meter, eine stattliche Größe für diese Sportart und 11:14. In diesem dritten Satz sind die Amerikaner ganz stark gefordert worden. Die Bulgaren im Schnitt doch einen Kopf oder einen halben Kopf kleiner, würde ich sagen, haben vielleicht nicht so die attraktive Ausstrahlung in ihrem Spiel wie die Amerikaner. Aber sie spielen zumindest oder können genauso erfolgreich sein. Gut beraten, in vielen taktischen Aktionen haben sie den Gegner glänzend beobachtet im Verlauf der Turniertage. Und sie gehört zu den Gefürchteten dieses Turniers, Flora Heimann mit der 7. 12:14. Zweite Auszeit Bulgarien, Spielstand 14:12 Bulgarien. Vasil Zimov hat seine zweite Auszeit genommen. 14:12 führen die Bulgaren. Die Amerikaner haben den Ball. Die Bulgaren waren mit 11:6 schon davongeeilt. Hier Ari Salinger, der US-amerikanische Trainer, mit seiner Mannschaft. Und immer wieder dieses gegenseitige Hey oder Ha, diese psychologische Vorbereitung für neue attraktive Aktionen, wie sie sich international im Sport in dieser Mannschaftssportart schon durchgesetzt hat. Erneuter Satzball für Bulgarien. Zweiter Satzball Bulgarien, Verka Borisova. Auch sie war in Moskau dabei. Wieder Pass für Heimann und wieder Wechsel. Caroline Becker. 29 Minuten der erste Satz, 25 der zweite. Dieser wird auch bereits 25 Minuten. Herrlich gelupft, dieser Ball von Gogova. Schöne Angriffsaktion. Dritter Satzball Bulgarien, Tanja Takeva. Die Bodenkosmetiker der Halle. Der Boden schwitzt ein wenig hier. 14:12 also für die Bulgaren. Und in den letzten 10 Minuten, da wechselt das Geschehen hin und her, ohne dass die eine oder andere Mannschaft hier einen wesentlichen Vorteil hat. Lori Flachmeier, die diesen Ball hier ins gegnerische Feld brachte und die stärkste Angreiferin Flora Heimann
bei der Aufgabe. Kurz und trocken von Michailova und erneuter Satzball. Vierter Satzball, Bulgarien. Wer hier gewinnt, hat große Aussichten, das Turnier zu gewinnen. Und diese Maxime bestimmt den Einsatz. Von Crockett geschlagen, aber außerhalb. Fünfter Satz bei Bulgarien, Tanja Gogova. Wieder Crockett. Noch ist der Ball gut. Und aus und wieder Wechsel. Woodstock. 24-jährig, über 250 Länderspiele hat sie. Ja, und da steht Georgieva, um nun erneut den Satzball auszuführen. Es scheint mir fast, als wenn hier die US-amerikanische Mannschaft ein bisschen zu häufig hier die Feuchtigkeit auf dem Hallenparkett moniert. Crockett glänzend den Block angeschlagen. Rita Crockett. Rita Crockett. Sie gehört zu den vier stärksten Spielerinnen in dieser US-amerikanischen Mannschaft. Erneuter Wechsel, wieder Satzball. Wiederum Satzball Bulgarien, Romjana Kostova. Und Heimann hat den Ball wieder erkämpft. Paula Weißhoff. Vielleicht sollte man zur Erläuterung noch sagen, man kann im Volleyball ja nur einen Punkt machen, wenn man im Ballbesitz ist. Das war sicherlich ein Fehler. Und nun, ich glaube, es ist wohl der 9. Satzball in diesem dritten Satz für die bulgarische Mannschaft, den Olympiadritten von Moskau. Erneut Satzball Bulgarien, Verka Borisova. Heimann. Das war 15:12 und damit Gewinn des Satzes für Bulgarien. Spielstand nach 3 Sätzen, 2:1 USA. Nach 30 Minuten Spielzeit also der Satzgewinn der bulgarischen Mannschaft mit 15:12 gegen die US-Amerikaner. Spielzeit im dritten Satz, 29 Minuten. Das ist der Spielstand, meine Damen und Herren, in der Begegnung USA-Bulgarien. Die Amerikaner führen mit 9:2 im vierten Satz und nach Sätzen mit 2:1. Ein paar gekonnte und auch ein bisschen glückliche Phasen haben jetzt einen klaren Vorsprung nach knapp 11 Spielminuten für den Favoriten, für den Mitfavoriten dieses Turniers gebracht. Und Vasil Zimov, der bulgarische Trainer, nimmt Auszeit. 16:14 nach 29 Minuten im ersten Satz für die Amerikaner, dann 15:12 der zweite nach 25 Minuten. Und dann wogte das Geschehen hin und her eine halbe Stunde lang und dann stand das 15:12
für Bulgarien fest. Nun also 10:2. Ein Resultat wie so häufig im Volleyball, wenn dann der Konzentrationsfaden einfach weg ist oder ein, zwei, drei Aktionen nicht mehr glücken und dann glückt meistens gar nichts mehr. Die Auszeit könnte wieder ein bisschen geholfen haben, aber scheinbar nicht. Bulgarien wechselt für die Nummer 1 jetzt mit der Nummer 11, Svetlana Bojurina. Debbie Green hat den Ball ins Spiel gebracht, die Nummer 10, die Weltklasse-Zuspielerin. Und das ist die wohl stärkste Angriffsspielerin der Amerikaner und vielleicht auch des Turniers, Flora Hyman, die den 11. Punkt herausholt. Europameisterschaften und Weltcup, das sind die kommenden Stationen für die beteiligten Mannschaften hier. Diesen Zielen gehen die Vorbereitungsspiele hier dieses Turniers und wir haben wahrhaft oft Grund zum Applaudieren. 12:2 inzwischen. Überspielter Block, gut gemacht von Tanja Gogova, die Nummer 10, Mannschaftskapitän der Bulgaren, auch aus der Bronzemannschaft von Moskau. Ja, technischer Fehler. Und Aufgabewechsel, da war einfach zu viel Saft dahinter von Michailova. USA wechselt. Aufschlag beim Stande von 13:3. Caroline Becker. Hyman geht und Becker kommt. Bei klarer Führung wird die Hauptangriffsspielerin wohl offensichtlich jetzt geschont. Der Sieger dieses Spiels ist im engsten Favoritenkreis für den Turniererfolg. Svetlana Bojurina. Auch aus der Bronzemannschaft von Moskau, Bojurina. 205 Länderspiele für Bulgarien, eine der erfolgreichsten. Flachmeier Aufschlag beim Stande von 13:3 und immer wieder diese Lauerposition, diese Anspielbereitschaft der Nummer 10 der Amerikaner, der Debbie Green. 14:3 und Satzball. Lori Flachmeier. Noch nicht der letzte entscheidende Punkt. Tanja Gogova. Gogova, der Mannschaftskapitän, 278 Mal im bulgarischen Nationaldress. Holt den 5. Punkt heraus. Größte Hyman ist ausgewechselt. Jetzt gibt es andere Kombinationen am Netz. Aufschlag beim 5:14. Berührt. Trotz des großen Einsatzes konnte Rosina Michailova den Ball hier nicht sauber spielen. USA wechselt für die Nummer 10, jetzt mit der Nummer 11, Lucia Shadi. 14:5. Satz und Spiel bei USA, Stu Rutka. Auch eine sichere Spielerin, gehört zu den 4 besten der Amerikaner.
Maja Georgieva. Auch ihre Aufgaben sind nicht von Pappe. Sie steht fast 15 Meter hinter dem Spielfeld. Crockett. Da hat sie die Lücke wieder erspäht. Sie wird auch jetzt aufschlagen. Wir können sie gleich dann genau anschauen. 23 Jahre. 1,73, 175 Länderspiele. Eine Frau mit einem unwahrscheinlichen Spielverständnis. Und Hyman mit der Nummer 7 kommt wieder ins Spielfeld. Eine regelrechte Wechselzeremonie, die man da veranstaltet. Satz und Spielball USA, Rita Crockett. Das war's. 15 zu 5 in diesem Satz nach einer Viertelstunde Spielzeit. Damit 3:1 Erfolg der US-Amerikaner gegen Bulgarien. Spielzeit im vierten Satz, 14 Minuten. Das ist die Übersicht nach dem heutigen Spieltag.